Als ich vor vielen Jahren, fast 40 Jahren, anfing von der Verordnung und Verschreibung sozusagen von Biografien und Romanen, weil es einfach zu lange dauerte für die Menschen, auf Filme umzusteigen, weil ich auch Filme sehr mochte und mich das auch verband mit Margit, meiner ersten Frau, da war eigentlich die Idee, Filme zu bringen mit Krankheitsbildern, wo gezeigt wird, wie Menschen mit Krankheitsbildern umgehen, wie sie damit leben, welche Lösungen sie finden, welche Auswege auch. Und wir haben uns dann entschieden, bei Hollywood-Therapie, was da im Hintergrund steht, dass wir erst einmal zu den Grundlagen Filme bringen, also zu den 12 Lebensprinzipien. Danach war ja dann Hollywood-Therapie auch geordnet. Und das hat tatsächlich vielen Menschen sehr geholfen. Also mit einem fast 800 Seiten dicken Buch wie Lebensprinzipien, diese ja Urprinzipien, Archetypen, Lebensprinzipien zu lernen, ist ja nicht jeder Frau, ist jedermanns Sache. Also insofern geht es natürlich viel leichter, viel schöner über die Lebensbühnen, so wie sie den 12 Plattformen dargelegt sind. Und das hat viele auch begeistert und wir haben dieses Buch ja auch ganz selbst gemacht, nur mit Freunden. Auch noch die Druckerei sind Freunde in Ungarn. Und das hat ja auch einen großen Erfolg gehabt, dieses Projekt. Und die Filme zu den Krankheitsbildern haben wir dann immer aufgeschoben. Und über die Jahre sind es mehr geworden. Auch jetzt ist dieses Buch dann fertig. Ist es wieder ein wirklich dickes Buch geworden und hat tatsächlich viele, viele Filme zu bieten, die uns Auswege zeigen, die uns Lösungsvorschläge machen. Die zeigen aber auch, wie es nicht geht und dann aber auch wieder Türen öffnen. Also da ist eine große Sammlung entstanden und betrifft auch die ganze Medizin. Ja, auch so schwierige Bereiche wie psychiatrische Themenbilder, aber wirklich alles, was uns so umtreibt, Herzprobleme, Krebsprobleme, gibt so viele wirklich auch gute Filme zu diesem Thema Krebs, aber auch zum Infektionsgeschehen und dem Seuchengeschehen und so weiter. Zu besonderen Themen wie Ticks und Tourette-Syndrom. Also da hat sich wirklich vieles angesammelt. Es sind auch viele Rückhinweise auf das erste Hollywood-Therapiebuch dabei. Das neue wird Spielfilmtherapie heißen. Und das ist es eigentlich auch, worum es geht. Ja, Spielfilme zu nutzen zur Eigentherapie, um in Eigenverantwortung uns entsprechenden Themen zu stellen und mit Krankheitsbildern umzugehen und in idealer Weise sogar fertig zu werden. Es hat uns immer wieder verblüfft, wie viele auch sehr bekannte Regisseure, auch sehr bekannte, bedeutende Schauspieler dazu bekommen haben, zu solchen Spezialthemen, ja, wirklich große Filme zu machen. Also zum Teil auch zu kleinen Themen. Also ein Harrison Ford, der dann zu der Geschichte eines ganz seltenen Erbkrankheitsbildes, wo eine Familie für ihre Kinder das durchgekämpft hat, dass das wissenschaftlich erforscht wurde, dass jemand wie Harrison Ford da den Professor gibt, der sozusagen dann das durchdrückt, dass da was weitergeht in der Forschung. Also da kann man staunen. Natürlich spiegeln sich auch die Lebensgeschichten, denke ich, da drin, sowohl von Schauspielern als auch von Regisseuren. Es ist schon sehr eindrucksvoll, wie Jack Nicholson Neurotiker spielen kann. Da muss man direkt so ein bisschen Sorge um ihn haben. Also er stellt das dann so gut dar, eine Zwangskrankheit zum Beispiel, dass man schon denkt, naja, da kennt er sich sehr, sehr gut aus. Oder Meryl Streep, die ja praktisch alles spielen kann. Und Richard Gere, der ein Mr. Jones spielt, wo man wirklich die Zyklothymie, wie wir früher sagten, diese bipolare Störung so bis in alle Nuancen versteht, von mit ihrem ganzen Charme, aber auch mit dem ganzen Problembereich, der dabei ist. Also da sind wundervolle Lichtspiele entstanden, die wirklich Licht in dieses Krankheitsgeschehen hineinbringen. Und insofern, wir alle Krankheitsbilder hatten, haben, unsere Erfahrung damit haben, Menschen kennen, die sich damit herumschlagen,
Es ist wirklich auch ein Buch entstanden für alle. Da sind auch Filme dabei, die, wenn man jetzt überhaupt nicht betroffen ist von diesem Thema, dann doch einen berühren und einem zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, sein Schicksal einzulösen. Und insofern ist das wirklich eine sehr starke Empfehlung. Und ich bin auch wirklich glücklich und froh, dass es auch wieder so gut gegangen ist. Margit hat ganz viele Filme auch gesammelt über die Jahre, die Jahrzehnte, muss man schon sagen. Ich habe sie sehr gern gedeutet, in dem Fall die meisten. Das steht mir als Arzt dann wahrscheinlich ja auch zu. Aber eben Freunde haben mitgewirkt. Das Cover von Roland und das Layout hat die Christine Brockmann gemacht. Das Lektorat aber vielfach Christina Eck. Und so ist wieder ein Buch entstanden, ein Werk über Kunstwerke, das sich sehen lassen kann und vor allen Dingen lesen lassen kann. Und vor allen Dingen ist es Anregung zu wirklich sehr viel inspirierenden Abenden, wirklichen Feierabenden, wo man das Ende des Tages, wenn man fertig geworden ist mit dem Tagespensum, wirklich in einem berührenden, einem schönen und auch wenn es um Krankheitsbilder geht, aufbauenden Film erleben kann. Ja, es sind wirklich verblüffende Lösungsansätze darin verpackt. Und so freue ich mich, dass wir dieses Buch auf den Weg bringen können jetzt und dass es mit dem neuen Jahr erscheint und hoffentlich, oder bin ich mir ganz sicher, wirklich ganz vielen in Schwierigkeiten hilft, aber vielleicht hoffentlich noch viel mehr gar nicht erst in Schwierigkeiten zu kommen, weil man daran wirklich gut lernen kann, verstehen kann, durchschauen kann, wie man mit Herausforderungen umgeht, dass sie von den Forderungen zur Förderung werden. Das ist ja unser Ansatz im Wesentlichen. Ja, natürlich ist es wieder auch ein Filmbereich, der ganz viel mit Schatten zu tun hat, weil Krankheitsbilder eben auch Schatten darstellen und in einer wirklich sehr schönen Weise. Während wir dieses Buch schrieben, deuteten, die Filme ansahen, sind uns viele Ideen gekommen zu weiteren Filmdeutungsbüchern über das ganze Thema Lebenskrisen, aber vor allen Dingen auch ganz speziell zum Bereich Partnerschaft, wo es natürlich unendlich viele und auch sehr viele sehr gute Filme gibt. Also, das kann eine längere Reihe werden. Und jetzt freuen wir uns aber sehr, dass so das Kernstück eigentlich die Initialzündung, die Spielfilmtherapie zur Deutung von wichtigen Filmen zu Krankheitsbildern endlich da ist. In diesem Sinne wünsche ich dem Buch einen guten Weg und euch viele erhebende Erfahrungen damit. Euer Rüdiger und auch Margit Dahlke, die da wieder ganz entschieden dabei war. In dem Sinne alles Gute, einen guten Weg und schöne Lichtspiele.